Vielleicht steckt mehr dahinter. In London wird ein Riesendiamant versteigert aus Privatbesitz. Frage, wem gehört der Brummer und warum wird er verkauft? Ja, könnte was sein. Gut, ich kümmere mich. Schön. Sag mal, wen hast du an die Luft gesetzt vorhin? Schaffer. Was? Ist nicht dein Ernst? Das ist mein Ernst. Spielt jetzt völlig verrückt. Renate hat er behandelt wie den letzten Dreck. Ja, was ist denn nun mit Köhler? Naja, versuch's nochmal. Er ist ein bisschen durchgedreht, aber das ist doch kein Grund zum Rausschmiss. Sieh mal, es ist ja nicht nur wegen London. Der Junge fotografiert in letzter Zeit, was ihm passt und nicht, was uns passt. Bringen wir es nicht, zieht ein Gesicht. Aber er hat Ideen. Das ist nicht sein Bier. Die Ideen haben wir. Er setzt sie für uns um. Mehr wollen wir nicht. Von 10 Sachen, die er uns bringt, sind 7 sehr gut und 3 brillant. Du kannst nicht erwarten, dass er wie ein Besessener fantastische Bilder schießt, die ihm keiner nachmacht und im nächsten Moment wie ein kleiner Piefke zu allem Ja und Amen sagt. Komm. Schaffer ist Reporter. Hat sich gefälligst an seine Aufträge zu halten. Hier, das muss man fotografieren. Du hast doch selbst gesagt, dass das Geheimnis unseres Erfolges Teamwork ist. Gib ihm doch die Bildgestaltung. Selten so gelacht. Also erstens bin ich von seinen Qualitäten als Bildgestalter keineswegs so überzeugt wie du. Zweitens bereitet es mir einfach Unbehagen, bei den Redaktionskonferenzen jemanden am Tisch zu haben, der alles besser weiß. Ja, und drittens brauche ich ihn einfach als Reporter. Ja, wenn du ihn feuerst, brauchst du sowieso einen anderen. Also du glaubst doch wohl selbst nicht, dass der seinen schönen Fotografenjob aufgibt, nur um hier jeden Tag brav im Büro an seinem Schreibtisch zu sitzen. Hm? Ich will dir mal was sagen. Pitt ist ein kleiner Junge, der im dunklen Wald laut und kräftig pfeift, weil er Angst hat. Hast du einen witzigen Tag heute, was? Und wenn dieser Brief auch nur ein Schuss vor den Bug ist, wird ihm das sehr gut tun. Und wenn er die Kündigung mit Kusshand akzeptiert? Ach. Damit ist aber durchaus zu rechnen. Der findet jeden Tag einen anderen Job. Also ich rate dir dringend, schmeiß die Kündigung in den Papierkorb und überlass alles andere Renate. Also Renate macht das nicht mit. Wetten? Du, pass auf. Ich rufe sie jetzt an und sage ihr, dass wir erwogen haben, ihn als verantwortlichen Mann für die Bildgestaltung zu gewinnen. Nimm nur mal langsam. Dann werden wir spuren und du hast keine Schwierigkeiten mehr. So, den Brief an Herrn Schaffer? Ja, also legen wir erst dahin. Bitte. Tja, ich rufe sie dann jetzt an. Ach Mensch, schau doch ab.